Ursprünglich wollte die Linke auf ihrem Parteitag ab heute in Augsburg vor allem die Europawahl vorbereiten. Nun geht es aber bei dem dreitägigen Treffen wohl auch darum, erst einmal den internen Scherbenhaufen zusammenzukehren. Denn die Bundestagsfraktion hat nach den Parteiaustritten von Sarah Wagenknecht und weiterer Abgeordneter erst kürzlich die Auflösung beschlossen. Viele in der Partei sehen die Spaltung aber auch als Chance für einen Neubeginn. Christopher Jänert in Augsburg. Vor welchen Herausforderungen steht denn die Partei nach dem Austritt von Sarah Wagenknecht auf dem Parteitag? Ja, vor allem steht sie vor der enormen Herausforderung, sichtbar zu bleiben bei allem, was bisher passiert ist. Also Fakt ist ja, es gibt bald keine Bundestagsfraktion mehr. Das bedeutet, es ist deutlich weniger Sichtbarkeit, weniger Platz in den Medien. Also muss man sich hier positionieren, damit das sozusagen aufgefangen werden kann. Das ist das Erste. Und an die, die übrig geblieben sind und zum Beispiel nicht mit Sarah Wagenknecht gehen, muss jetzt das Signal herausgehen, es lohnt sich, hier zu bleiben, weil wir uns jetzt klar positionieren können. Also das sind so die Hauptherausforderungen hier auf dem Parteitag in Augsburg. Und ist dieser Neuanfang, vor dem die Partei da nun steht, eher eine Chance oder hat sie die Partei eher mit der Spaltung zu kämpfen? Also wenn man hier mit den Leuten spricht, das ist ganz interessant, die sehen das als Chance, womöglich aber auch als letzte Chance, sich nochmal aufzustellen. Was anderes bleibt der Partei aber auch nicht übrig, weil sie jetzt mit Fakten umgehen muss, die einfach geschaffen wurden. Und deswegen will man diese Chance hier auch nutzen. Das ist womöglich Zweckoptimismus, viele meinen das aber auch ernst. Das kann man ihnen schon durchaus abnehmen, dass es hier wieder aufwärts gehen soll, weil die Herausforderungen sind ja groß. Es geht um eine Europawahl, es geht um drei große Landtagswahlen in Ostdeutschland, die für die Linke ja besonders wichtig sind. Also die Chance wird gesehen und womöglich auch als letzte Chance versucht werden zu nutzen. Also eine letzte Chance. Der Vorsitzende der Linken, Schirdewan, möchte ja ein Signal der Geschlossenheit zeigen auf dem Parteitag. Kann das überhaupt gelingen? Das ist noch die offene Frage. Also es wäre kein Parteitag der Linken, wenn dieser Parteitag nicht auch Überraschungen bereithalten würde. Das ist zumindest die letzten Jahre immer so gewesen. Man hat jetzt zumindest aber schon mal viel miteinander im Vorfeld gesprochen, viele Dinge abgeklärt. Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass im Verlaufe dieses Parteitags dann doch wieder Streitigkeiten entstehen. Es wird zum Beispiel über eine Frage debattiert werden, wie steht die Linke zu Palästina und Israel? Und da kann es ja durchaus sein, dass man sich da auch nicht einig wird. Auch die Migrationsfrage wird hier diskutiert werden. Also das sind schon auch nochmal Dinge, die ja auch der Einigkeit, die da gewünscht ist, womöglich im Weg stehen können. Und sind da auch personelle Neuanfänge zu verkünden von vielleicht prominenten Personen, die da in der Öffentlichkeit stehen? Das kann man sagen, ja. Also man muss ja erstmal damit umgehen, dass mit Sarah Wagenknecht ein sehr prominentes Mitglied gegangen ist. Was versucht man hier jetzt also? Man will näher ran an gesellschaftliche Gruppen und Aktivisten. Und wenn man sich die Liste anguckt für die Europawahl, die hier beschlossen werden soll, da steht zum Beispiel Carola Rakete drauf. Die ist schon bekannt geworden als Kapitänin, als Aktivistin in der Flüchtlingshilfe, auch als Aktivistin für Klimaschutz. Also das ist schon ein deutliches Zeichen, was man da setzen will, auch in Richtung, wie positioniert man sich inhaltlich. Außerdem steht auf der Liste Gerhard Traber, der sogenannte Arzt der Armen, der ja auch schon mal als Kandidat für das Bundespräsidentenamt von der Linken nominiert wurde. Also das sind schon durchaus Namen, in die man sehr, sehr viel hineinprojizieren kann und die für den Neuanfang hier in der Linken stehen sollen. Und könnte man mit solchen Themen denn dann auch Wählerstimmen gewinnen? Das ist genau die Frage. Bisher war das ja so, die Linke hat sich positioniert oder die Parteiführung hat sich positioniert. Sarah Wagenknecht hat das Gegenteil gesagt oder umgekehrt. Also am Ende wusste niemand, wofür steht eigentlich diese Linke. Das ist jetzt sozusagen der Versuch, das mal klarzuziehen. Also zum Beispiel mehr auf soziale Gerechtigkeit zu setzen, mehr auf internationale Solidarität zu setzen. Das sind so Stichworte, die hier im Raum stehen und die in Zukunft mit der Linken verknüpft werden sollen. Ob am Ende dabei genug Wähler hängen bleiben, das wird die Zukunft zeigen. Es wird aber auch dafür sorgen, dass viele sich vielleicht von der Linken dann doch eher entfernen und vielleicht auch zu einer möglichen Wagenknecht-Partei gehen. Das sind Dinge, die sich nach dem Parteitag dann erst absehen lassen. Dankeschön nach Augsburg für diese Einschätzung, Christopher Jänert.